Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück, sage ich mal, zu einem neuen Let's Play. Und zwar geht es weiter mit dem Spiel Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 1 angefangen gehabt. Das Spiel für die PlayStation 1. Und, also das ist keine offizielle Version Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2, sondern eine Version... es ist eine Mod-Community sozusagen, also eine Mod für das normale Spiel, wo es halt wirklich mehr gibt als nur das normale. Ihr kennt, weiß nicht, wer Forbidden Memories bei mir geschaut hat, und ihr seht auch, aus diesem Grund habe ich nämlich dieses Ding weggelassen, den Forescreen. Es ist ein bisschen buggy, das Spiel, also denke ich mal, ich denke, darauf können wir so ein bisschen verzichten, so auf diese Intro-Musik, also teilweise sind die FPS richtig im Arsch, wenn ich mal gucken, hier zack, 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 das geht minimal schnell, ich muss also ein bisschen... Also 2P, ich muss da wirklich gucken, wie ich da richtig, minimal Feingefühl muss ich da haben. Und es kratzt so ein bisschen im Audio, aber das ist alles halt vom Spiel her. Aber es ist eine Mod zu Forbidden Memories. Und zwar gibt es hier Spezialeffekte. Es gibt hier richtig gute Karten, richtig neue Karten. Es gibt ja, glaube ich, Riesenschild Garden, habe ich zum Beispiel schon mal gesehen, gibt es da. Es gibt den Cyberdrachen. Es gibt... unglaublich viel. Also dieses Game wird immer weiterentwickelt, aktuell immer noch. Also seit ich weiß gar nicht, seit wann es das Spiel überhaupt gibt, Forbidden Memories 2. Aber es wird immer weiterentwickelt und ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Game. Es ist Englisch, das heißt also, wir gucken einfach mal. So, input your name. Nee, das war es nicht gewesen. Mit der Steuerung bin ich immer noch so ein bisschen... Okay, so. Bisschen unvertraut. Ich habe leider meinen anderen PSX-Emulator nicht benutzen dürfen, weil das nicht funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal so, nee, wieder nur. Irgendwie auf End muss ich kommen. Nee, das ist zurück. Oh Gott, diese Steuerung, wirklich. Ich guck mal. Irgendwo muss ja ein Button sein. Ah ja. Oh Gott, ist das schlimm. X ist bestätigen. D ist zurück... Genau, wir bestätigen es einfach mal. Mein Duelistencode wurde gespeichert. Wir können nicht mit demselben Duelistencode kämpfen oder handeln. Also das kennen wir auch von dem früheren noch. Das ist storymäßig gleich gehalten. Aber es gibt andere Karten. Es gibt Spezialeffekte. Sowas gab es vorher nicht. Es gab in Forbidden Memories, normal, hier seht ihr Forbidden Memories, es wurde das Originale genommen. Es gab dort keine Spezialeffekte. Das ist die Simon Muran. Ich denke mal, das können wir skippen. Wir kennen das alles schon, deswegen... wenn wir jetzt bleiben, können wir gegen ihn spielen. Wir bleiben auch. Keep listening. Jetzt bin ich weggelaufen. Na gut. Egal. Ich hätte weiter zuhören müssen. Ist aber egal. Ja, Pharaonenpalast, Duellarena, das ist der Stadtplatz, Townplatz, wie hieß denn das? Stadtplatz könnte richtig sein. Kartenshop und unser Schrein. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Duel Ground. Okay, mit X ist also, X ist bestätigen, D ist zurück, okay. Kommt jetzt der Theana. Und Karim, also Karim ist Simon Muran, also so ein bisschen, die deutsche Übersetzung stimmt ja nicht mal ganz exakt überein mit der englischen, deswegen... Okay, wir sind hier. Wenn wir mal ganz kurz... sortieren, war glaube ich mit... Nee, nicht mit R gewesen. Ah, verdammt. Okay, macht nichts. Also wir haben immer noch 8000 Lebenspunkte, wie auch beim letzten Mal. Foxfire. Okay, jetzt muss ich das... Hier, seht ihr schon das erste Compensation Exchange. Ich muss uns gucken, wo ist hier... Okay, mit E kann man die Effekte angucken. Okay, das ist also eine Fallenkarte. Wenn das gegnerische Monster weniger als 1500 ATK hat, wird es zerstört. Und ich würde sagen, Andi, wir können nur pro Runde ein Monster spielen, nicht? Ach du Scheiße, ich kenne noch keine einzige Fusion. Das ist ein Fuchsmonster. Und da haben wir noch eine... Wir können vielleicht einen Feuerzombie machen. Auf dem Kopf. Gucken wir mal, ob die alten Fusionen funktionieren. Nein, sie funktionieren nicht. Ah, mein Gott. Okay, mit Z ist die Runde beenden. Oh Gott, Alter. Okay, Theana ist recht schwache Monster, recht schwache Gene alles. Okay, Sonne gegenüber Mond, natürlich ein Feldpower. Was? Die hat Gyaku Tenno Megami. Das ist aber kein Anfangsmonster. Burning Spear. Das ist krass, also wirklich Zauberkarten. Okay, das gab es, glaube ich, sowas früher auch schon. Ja, ein Cyberkrieger. Was bringt uns alles nichts mehr? Wir haben verloren.
Und hier haben wir sogar schon Spezialeffekte. Also jedes einzelne Monster hat jetzt schon Spezialeffekte. Okay, das jetzt nicht. Okay, die Fallengrade hatten wir schon. Und der hier hat jetzt Effekt. Wenn die Skala gespielt war, dann höher die Power des Gadgets. So, das stimmt. 500 Punkte. Ich spiele es einfach mal. Naja, so war schon richtig. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Oh, okay. Ah, wir haben keinen Merkur, ist das ärgerlich. Aber wir können, wenn wir switchen... Wunderbar. Wir haben derzeit ziemlich nur 1800 Attack Power. Und da wir keinen Mond genommen haben, ist richtig, hat sie keinen Feld... oder Stern-Bonus, Stern-Power-Bonus gegen uns. Erstaunlich, dass sie aber Gyakuten und Megami hat. Es kann sein, dass sie vielleicht die Uhr ursprünglich hat, aber wirklich sehr, sehr selten. So, das Ur-Insekt. Es gibt also hier auch diese Laser-Kontrolle, also alles das, was Weevil Underwood auf sein Basis-Insekt gepackt hatte, gibt es hier auch. Unifrog? Ne, ich kann damit jetzt nicht angreifen. Ich muss Verteidigung spielen. Was anderes kann ich gar nicht machen. Ich kann damit nicht angreifen. Die hat auch 2000 Defense, das ist schade. Aktuell sehe ich da keine Chance, gegen sie irgendwie was machen zu können. Okay, solange er Venus hat, ist okay. Was haben wir da? Ach, Venus auch nur. 1600, 200 Bone Crusher. Ach, Mann. Wir können aber Monster verdeckt spielen, das geht auch. Ah, ich komme mit der Steuerung noch nicht so richtig klar. Mercury. Ja, so von den Effekten und so weiter, also von den Sternzeichen und so weiter, hat sich nicht viel geändert seit früher. Es ist halt wirklich nur andere Karten. Okay. Ach, Bitch! Okay, das war wirklich Gyakuten und Megami. Die einzige Karte, die Tiana hat, die stark ist. Was haben wir hier? Hauch Gottes. A Magic Wind eliminates all your opponent's Steinmonster. Alter, richtig. Also wie der Karteneffekt auf der im Spiel. Und hat er auch alle Steinmonster zerstört. Wir gucken, wie ich aufs Feld gucken kann. Es ging irgendwie einen Button gibt's fürs aufs Feld gucken. Ich bin am Suchen. Ah ja, mit F. Okay, muss ich später alles noch umlegen. Breath of Magic. Ich spiele die einfach mal, würde ich sagen. So. Nein! Ich wollte die verdeckt spielen, Mensch. Okay, aber nichts passiert. Ist ärgerlich. Verdammt nochmal. Ach nee. Ich habe doch gerade so eine gute Hand gehabt. Okay. Also ein bisschen buggy ist das Spiel schon. Aber es hat das Spezialeffekt und sowas finde ich extrem gut. Wenn man die Effekte dann einmal raus hat und das funktionieren würde, dann wäre es total cool. Aber ja, ich glaube, ich muss das... Warte mal ganz kurz. Es kann sein, dass es rumbuggt. Also klar, das ist rumbuggt, das sieht man ja, das ist ja eindeutig. Ich spamme gerade noch jede Taste, aber es scheint nicht zu funktionieren. Achso, jetzt habe ich natürlich meinen... Jetzt bin ich raus in den Emulator gegangen. Ja, okay. FPS 60. Ja, ich muss noch so ein bisschen in die Dings-Einstellung. Ich würde mal sagen, wir fangen das Game sowieso nochmal neu an, weil Tiana hat ein Riesenglück gehabt mit dem mit der Karte und ich würde sagen, wir fangen nochmal von vorne an. Also ich werde kurz bis vor die Arena-Platz gehen. Vielleicht werden wir sogar Simon Murama angreifen oder besiegen, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. Und ja, wer Interesse daran hat, Links sind in der Videobeschreibung. Aber trotzdem, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde dazu gleich noch was sagen und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich hab's ja gerade versprochen gehabt. Oh, mein Shop habe ich gar nicht angehalten. Simon Muran oder Karim, wie er hier heißt. Oder Karim, genau. Ich habe ihm jetzt so lange zugehört, bis er uns unsere alte Schlafgemächer geführt hat. Und ja. Lord Simon. Jetzt heißt er wieder Simon Muran. Okay. Bakura. Also, es ist nicht Haishin, sondern es ist Bakura. Bakura! Okay, also statt Haishin gibt es jetzt Bakura. Denke ich mal. Ja, Bakura. Oder das ist Seto. Seto, statt Seto Kaiba gibt es jetzt Bakura. Interessant. Auf jeden Fall, also schon mal wieder doch ein bisschen was Neues. Sie konnten dann alles modifizieren, wie sie wollten. Die haben ja wirklich alles neu reingemacht und Effekte und so weiter. Schon echt cool, muss ich sagen. Ich überskippe das jetzt einfach mal, weil ich mich der Dialog gerade so ein bisschen gar nicht schert. Den Grunddialog, oh, das ist doch Haishin. Also ja, statt Haishin gibt es jetzt Bakura halt.
halt ans Neue angepasst. Bakura ist da so ein bisschen der Finstere. Und, ja, das haben sie halt so ein bisschen angepasst. Cool. Ja, Seto. Jetzt doch Bakura. Okay, also entweder heißt stimmt oder... Ach, ist mir egal. Ob Seto oder Heishin jetzt Bakura ist, das ist mir sowas von egal. Also, weil ich weiß, das ist Seto. Ja, wir geben ihm jetzt das Millenniums-Pass nicht. Er will die Millenniums-Gemstern haben. Aber wir geben ihm das nicht. Genau, wir sollen jetzt mit dem Ding rennen. Simon Moran wurde schon zusammengeschlagen. Und da wir alle kennen eigentlich normalerweise die Story, wer es schon gesehen hatte, das normale Let's Play, weiß, was wir jetzt tun werden. Na, eigentlich nicht, aber okay. Wir können uns ganz kurz mal angucken, was wir so haben. Skull Servant. Okay, hat keinen Effekt, keinen besonderen. Basic Insect Mamoru's Graveyard hat auch keinen Effekt. Es ist ein magischer, er hat eine gelbe Schrift. Ein Innocent Baby Dinosaurier. Innocent müsste so ein Heiliger sein. Es hat nicht die Kraft bemerkt, die es eigentlich hat. Also es wird ein besonderes Monster sein. Flame Dancer. Krass, Alter. Flame Dancer kriegt 400 Attack Power für jede Feuerkarte in unserer Hand. Das ist krass. Tornado Bird. Okay, ganz normal. Achso, ist das ein... Na, warum tue ich denn das immer? Ach man, ich komme mit der Steuerung noch nicht klar. Field Dark. Dark ist auf dem Spiel da. Es muss ja super sein, oder? Was haben wir hier? Achso, schon wieder das. Gut, dann würde ich sagen, wir können eh nicht gewinnen. Es geht nicht. Wir können nicht gewinnen. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal einen untoten Krieger. Wobei, das müsste theoretisch was geben. Nee. Okay, doch nicht. Ach komm, wir lassen uns besiegen jetzt ganz schnell. Er wird jetzt Meteor B-Drachen und alles zünden. Heischen ist das, doch, ist richtig. Na, zack, da haben wir die Torwächter. Okay, Metallsor. Gab es, glaube ich, welche Taste war das gewesen? Z oder V, ne? Oder irgendwie so. Ach, F, genau. Es ist rot. Ach, rot ist, glaube ich, einer der stärkeren Karten. So, was haben wir hier? Varia Elimination. A Sniper eliminates all your opponent's Varia Monsters in play. Können wir vielleicht ein bisschen fusionieren. Hero Kit und... Okay, versuchen wir das einfach. Oh, die Steuerung ist merkwürdig. Ich würde gerne mal sehen, was er sonst noch für Karten hat. Metallsor ist schon mal... Okay. Das wird eine Falle wieder sein. Also wenn sie nicht grau wird, das ist eine Falle. Genau, wenn sie nicht grau wird, das ist eine Falle. Flame Dancer. Ui, das kann funktioniert werden zum Volenic Slicer. Das ist cool. Okay, zumindest keine Karte, die mich zerstört, sobald ich ein Monster lege. Es wird wahrscheinlich sowas wie absolute Zerstörung sein. Nochmal eine Falle. Nein, diesmal eine Zauberkarte. Es gibt auch sowas wie Lichtschwert, obwohl die Lichtschwerter gab es noch vorher. The Fable, was ist das denn? Holy shit, was gibt es denn hier für Karten neue? Holy fuck. Eine Bestie müsste theoretisch den flammenden Cerberus ergeben. Ne, ein Flame Tiger. Okay, auch wieder was Neues. Was ist jetzt nicht so teuer, was ich dachte. Ah komm, jetzt mach mal hier... Kann ich angreifen? So. Scheiß drauf. Ich werde sowieso vernichtet, also lassen wir das gleich mal. Soll er uns ruhig zerstören, ist okay. Ist okay. Er bietet mich nur fallen Karten, die Drecksau. Oh, was hat er? Metallwandler? Megawandler? Oh, was war das gewesen? Schade. Schon wieder abgestürzt. Das ist schade. Das ist wirklich schade. So kann ich das Let's Play leider nicht weiterführen. Schade. Also bleibt es bei einem Part leider. Also ich würde den wirklich rausbringen, weil ich den Leuten verklickern will. Dieses Spiel gibt es. Vielleicht liegt es an meiner Aufnahme.
Vielleicht liegt es an den Einstellungen. Es kann sein. Ich weiß es nicht. Es ist auch der offizielle oder der Emulator, der eigentlich dafür empfohlen oder der einzige, der damit läuft wahrscheinlich. FM Brazel Team Emulator. Ja, tut mir leid, Leute. Also wie gesagt, ich würde es gerne weiterspielen, weil ich das Game echt geil finde. Vor allem mit diesen Effekten. Forbidden Memories war das geilste Yu-Gi-Oh! Für mich überhaupt aller Zeiten. Das geilste Kartenspiel. Ich finde, es gibt kein besseres. Und ja, ich werde die Links einfach mal alle in die Beschreibung packen zu dem Game. Und ja, ihr könnt gerne mal gucken, selber erstmal gucken, funktioniert es bei euch? Mir eine Rückmeldung geben, funktioniert's? Wenn ja, nein, wie lange, ist ja auch egal. Hauptsache eine Rückmeldung, ob es funktioniert, dann würde ich gerne mal gucken nochmal. Vielleicht muss ich irgendwas anderes einstellen, kann auch sein. Wäre natürlich sehr, sehr schade, wenn das jetzt nicht funktionieren würde, weil das Game wirklich extrem Potenzial hat. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß, dass es Potenzial hat, weil so ein bisschen hat mich das auch gestört, dass es keine Spezialeffekte gab in Forbidden Memories 1. Die gibt es hier. Aber jetzt ist das Game bei mir ständig ab. Das ist ärgerlich, weil so kann ich nicht weiterspielen, weil es alle 8 Minuten abstürzt. Das geht nicht. Ja, dann würde ich sagen, was ist erstmal gewesen mit Forbidden Memories 2. Wie gesagt, ich packe euch die ganzen Links in die Videobeschreibung. Probiert es einfach mal, gebt mir eine Rückmeldung. Und eventuell wird es ja mal weitergeführt. Dann muss ich natürlich wieder neu anfangen, weil es ja nicht gespeichert, verzwischen gespeichert wird. Und dann, Leute, würde ich sagen, viel Vergnügen. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es leider nur ein Part war. Wie gesagt, ich würde gerne mehr machen. Aber, okay. Wie gesagt, Links in der Videobeschreibung. Gerne eine Rückmeldung. Ich freue mich auf euch. Und das war's gewesen zum ersten Part von Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2. Ich würde es so, so gerne spielen. Aber erstmal nicht. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht gibt's noch einen Part. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Das steht alles noch in den Sternen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.